Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Ich muss gerade erstmal wieder so ein Momentchen reinkommen. Ich habe nämlich jetzt ein Weilchen schon wieder nicht gespielt und bin mir gar nicht so sicher, was wir zuletzt gemacht haben. Wir waren auf jeden Fall hier, haben diese Quest gemacht und wurden die ganze Zeit hier attackiert von allen möglichen Viechern. Müssen wir jetzt... Guck mal, der ist viel zu blöd, um mich anzugreifen. Müssen wir jetzt zurücklatschen? Ja, ne? Ich glaube, der Plan war jetzt einfach nur noch zurückzulaufen. Oder mussten wir da hinten noch was erledigen? Wir haben aber auch kein... markierte Quest-Ding oder so, ne? Und mal eben hier gucken auf der Karte. Doch, warte, da ist noch was. Da ist noch eine Quest gewesen. Ich meine, das war, geh weiter hier hinten rein und da ist noch jemand oder etwas. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, das kommt davon, wenn man dann längere Zeit mal wieder nicht spielt. Hier gibt es auch noch ganz viel, was ich mitnehmen kann. Nein. Wo ist denn mein Hammerchen? Da. Gib mir das Holz. Danke. Und die Dinger hier habe ich ja auch mitgenommen. Um damit dann ja zu bauen. Da haben wir noch ein Bett. Da ist der Schnuffi-Wuffi. Die Kiste hatten wir schon gelootet. Aber sonst, bis auf den Dicken, da ist hier ja nichts, ne? Au. Ich weiß auch nicht, ob der aggressiv ist. Ich will es gar nicht eigentlich austesten. Hallo? Ich mach erstmal hier die kleine Schleimische platt. Also noch hat er uns nicht bemerkt. Oh, okay. Ich glaube, er ist aggressiv. Oder? Ja. Oh ja, oh ja. Der ist aggressiv, der Dicke. Los! Oh, der nimmt ja noch gar keinen Schaden irgendwie. Ach du Heilige. Nee, mach mal nicht. Na, wir können ja auf jeden Fall gut ausweichen gerade. Sagt sie und kriegt voll einen über die Rübe. Nein. Au. Oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aua. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, wer sollten wir uns noch nicht mit dem Wesen beschäftigen? Hey, Jenny, wach auf. Hör auf mit dem Unsinn. Ich mach doch keinen Unsinn. Hat er mich hierher getragen? Oh, Gott sei Dank. Jenny erwacht wieder zum Leben. Sehr gut. Haben wir irgendwas verloren? Ich glaube nicht, ne? Ich bin aber auch jetzt noch nicht wirklich weitergekommen. Ich weiß nicht mehr, was ich da hinten wollte. Das ist mein Problem. Das ist mein größtes Problem gerade. Hatten wir schon irgendwelche neuen Samen? Nee, ne? Wir haben nur diese Grassamen jetzt. Damit wir hier wunderschön Rasen machen können. Können wir... Wir brauchen dafür Nachterde. Was ist denn Nachterde? Wo kriege ich die denn her? Kann ich die herstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dekoration. Kann aber auch alles noch nicht machen. Ne, Nachterde sehe ich jetzt nicht. Ja, unsere Mission ist mehr Früchte anbauen, mehr Früchte sammeln. Ich glaube, was? Du findest Zuckerrohrsetzlinge in der Nähe des Sumpfes. Ja, Zuckerrohrsetzlinge habe ich doch gehabt. Es tut mir voll leid, ne? Ich bin so raus gerade. Ja, wir hatten Zuckerrohrsetzlinge. Stimmt, wir brauchten, glaube ich...
Sollten wir nicht mit 25 Stück zurückkommen? War das nicht der Fall, der war? 25 Zuckerrohrsetzlinge? Und wir haben aber jetzt nur 23. Wir müssen nochmal zum Sumpf. Wo war der Sumpf? Karte, ich komm langsam wieder rein. Es tut mir echt leid. Ich muss mich beim nächsten Mal vielleicht ein Ticken besser vorbereiten. Und vielleicht nochmal in die Folge vorher reingucken. Aber das war jetzt so ein spontan Ding, so, ey, du hast jetzt gerade Zeit. Mach mal eben schnell. Was vielleicht nicht immer unbedingt dann die beste Idee ist, wie wir gerade feststellen. Aber das gehört auch dazu. So. Nimm den Schwanz in die Hand nach Süden. Einige Wichte sind grün. Nach Süden wäre in die Richtung, sollen wir. Und da wäre irgendwas. Okay. Ach, diese Gewitterwolke, ne? Idiot. Da war ich gar nicht. Da sind noch Schleimis, die können wir mal kaputt machen. Oh, der steht in den Stacheln und bringt sie selber um. Idiot! Bist du dämlich? Oh, noch eine Gewitterwolke. Haben wir? Ich habe nicht mehr wirklich was dabei zum Nomsen, ne? Okay, wir sollten Richtung Süden laufen. Da oben ist ein Haus. Schön, eine Gewitterwolke. Ist aber auch ein Dreckswetter, ne? Oh, warte, sie hat was gefunden. Okay. Jetzt haben wir 25, okay. Was? Wir haben 25, Maros. Wenn ich dein gelämmertes Grinsen richtig deute, kann ich wohl davon ausgehen, dass wir die 25 Zuckerrohrsetzlinge gefunden haben, die wir brauchen. Wir sind nur in diesen Sumpf gekommen, um die Setzlinge zu finden und den Topf aus Pastor Isles Hütte zu holen. Wenn wir alles haben, was wir brauchen, sollten wir zurück zum Bauernhof, finde ich. Stimmt, wir sollten noch den Topf holen. Und ich glaube, der war da oben dann in der Hütte. So, ich nehme aber mal alles an Zuckerrohr mit, was wir kriegen können. Perfekt. So, Schnuffiwurf. Da hinten ist auch eine Teleportationskugel. Das ist schon mal gut. Die gönnen wir uns. Hallo. Na, treffen, Genie. Treffen. Au. Oh Gott, wo kommst du denn her? Machen wir eben schnell die Kugel. Falls wir nochmal sterben, können wir hin teleportieren. Tada! Genie aktiviert die Kristallkugel. Ne, die Kurskugel. Da ist eine Quest. Mit der Ratten, hallo! Ne, du bist keine Ratte. Wer bist du denn? Guten Tag. Grüße, verlorenes Schäfchen. Ich hoffe, du bist heute voller zerstörerischer Energie. Hm? Ja, dies ist die Hütte des Pastors. Ich passe auf sie auf, während er fort ist. Du sagst, er hat dich geschickt, um einen besonderen Topf bei mir abzuholen. Wahaha, zunächst einmal muss ich dich ausführlich beschnüffeln. Meine empfindliche Nase kann man nicht täuschen. Gib mir jetzt eine ehrliche Antwort. Du hast gebaut, oder etwa nicht? Ja. Was? Ich bewundere deine Ehrlichkeit, aber du musst doch sicherlich wissen, dass das Bauen verboten ist. Erwartest du wirklich, dass die Kinder Hagons sein Auge zudrücken? Ja.
Aber das ist unwichtig. Deine unredliche erworbene Erträge sind verwirkt. Alle Nutzpflanzen, die du angebaut hast, müssen uns übergeben werden. Wenn du mir eine gewisse Anzahl zukommen lässt, denke ich vielleicht darüber nach, dich dafür zu belohnen. Ich habe hinten im Schrank des Pastors noch einen alten, verstaubten Topf gesehen. Ja. Hinfort und komm nicht zurück, bevor du nicht mindestens 50 Garben Weizen hast. Und weil ich schlage vor, du suchst dir eine Kurskugel in der Nähe, damit du mit einem Zehnt in der Hand lieber früher als später zurückspringen kannst. Okay. Ich hab nicht so viel mit, ne? Doch! Willkommen zurück, verlorenes Schäfchen. Wie ich sehe, hast du die 50 Gaben Weizen mitgebracht, die ich verlangt hatte. Warten wir nicht länger. Übergib deine Feldfrüchte auf der Stelle. Ja, hier nimm halt. Fabelhaft, fantastisch, meisterhaft. Noch nie hat sich mir ein so verlockender Anblick geboten oder ein so frevelhafter. Wie du weißt, ist jede Art von Schöpfung hier auf Grünfeld strikt verboten, und doch würden wir natürlich ohne irgendwelche Nahrung verhungern. Viele sammeln Tang am Strand oder Streuobst unter vielen Bäumen, aber beides will mir nicht zurecht schmecken. Das ist ja nie mein Problem. Die Kinder Hargons lehren, dass alles vernichtet werden muss, jedoch schrecken manche Führungspersonen vor der Zerstörungswut der letzten Zeit zurück. Aber auch das ist zu begrüßen, denn ist nicht das Brechen von Regeln oder Normen oder gar der Grundregeln unseres illustren Ordens die reinste Form der Zerstörung? Wie auch immer, der Aufseher der Insel, der Primat von Grünfeld, wird bald zurückkehren. Ich hoffe nur, dass der Pastor vorher zu uns zurückkehrt. Ah, fast hätte ich es vergessen. Ich versprach dich für die Abgabe deiner Pflanzen zu belohnen. Der Topf gehört dir. Wirst du ihn sofort aufstellen oder erst später? Ich hab den Topf. Topf ohne Boden, neues Werkzeug erworben. Schöpfe aus den Vollen und gieße ins Leere. Eieiei, Quest abgeschlossen. Tipp zum Werkzeug. Mit diesem eindrucksvollen Gefäß meisterst du das kühle Nass, drücke ZR, um umliegendes Wasser zu schöpfen, und halte ZR gedrückt, um es wieder auszugießen. Okay, du hast noch eine Aufgabe, sehe ich. Pastor L weiß alles, was es über Grünfeld zu wissen gibt. Wir könnten uns keinen weiseren Anführer wünschen. Wäre er nur hier, dann könnte ich ihn bitten, die Geheimnisse des verfluchten Gottesgewächses zu lüften oder die des hassenswerten Hofes, der in dessen Nähe entstanden ist. Aber er ist es nicht. Also, warum bist du immer noch hier? Möchtest du irgendwelche Geschäfte mit mir abwickeln? Wie bitte? Du hast den Eindruck, dass ich eine Aufgabe für dich habe? Also bietest du deine Hilfe an? Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Bist du doch nicht das abstoßende, böse Wesen, für das ich dich gehalten hatte? Nun denn, mein verlorenes Schäfchen. Siehst du das Wasserbecken dort drüben? Ja. Wie du siehst, ist das Wasser, das es einst enthielt, schon lange fort. Aber mit dem Topf, den ich dir anvertraut habe, könntest du Wasser aus dem Sumpf in der Nähe sammeln und ihn auffüllen. Am Fuße dieser Klippe gibt es reichlich Wasser. Klettere dort hinunter und schöpfe etwas davon. Fülle dann die beiden Gebiete, die ich für dich markieren werde, damit wieder auf. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie er funktioniert, sprich mich einfach noch einmal an und ich erkläre dir gerne weitere Einzelheiten. Okay. Dann gehen wir mal da... Gehen wir mal gegen die Wände laufen. Dann gehen wir mal da runter. Schöpfen Wasser ist aber auch ein Drecksbrühenwasser, ne? Ja gut. Hopp, hopp, hopp. Und... So. Hab ich jetzt? Habe ich jetzt Wasser im Topf? Ich hab ein Problem auf jeden Fall hinter mir. Wir kommen hier wieder hoch. Hallo? Ich hänge fest im Sumpf.
Oh Gott. Ja, kann ich raus. So, jetzt wieder hochklettern. Es wird dunkel. Uncool. Leute, ignoriert die Piepmätze. Lauft. Aber ich habe doch jetzt geschöpft, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwie trotzdem nichts drin, oder? Normaler Modus. Was heißt denn normaler Modus? Hey, ich weiß nicht mehr, wie der ging. Ich probiere einfach mal mein Glück. Auch eine interessante Treppe. So. Nee, irgendwie bringt das nix. Ah! Das wäre, glaube ich, aufsammeln. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal runter. Malros, macht das doch mal kaputt. Au. Hat der Pastor ein Bett? Können wir hier mal eben schlafen? Hallo? Da ist ein Kohlköpfchen. Da ist eine Leiter. Hier geht's raus auf eine Terrasse. Die uns aber auch nicht viel bringt. Ist hier ein Bett? Hallo? Ein Altar. Ist hier oben Bett? Da ist ein Bett. Nicht das Beste, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, jetzt mal eben die Nacht zu überspringen. Und dann versuchen wir das mit dem Wasser nochmal. Kurz antippen zum Einsammeln, lange drücken zum Ausschütten, wenn ich das richtig verstanden habe. Es hat gar kein Dach hier, das Haus regnet ja rein. Und runter. Hier runterspringen wäre, glaube ich, dämlich. Dann sind wir tot. Aber ich nerv, dass ich nicht manuell rauszoomen kann, ne? Da unten, das ist viel schöneres Wasser als die sumpfige Brackwasserkacke da. Ich nehme das Wasser. Ich hoffe, da kommen wir irgendwie wieder hoch gleich. Ich könnte ja auch mit der Kurskugel wieder hochkommen. So. Oh. Hilfe. Nicht ertrinken. So, nochmal. Was? Das kannst du nicht? Warum nicht? Was stand da? Ach, ich kann kein sauberes Wasser einfüllen. Schwimm, Genie, schwimm! Da komme ich raus. Schwimm! Oh, oh, Riesenraupe. Ich hoffe, die sieht uns nicht. Kann ich nur Dreckswasser pumpen? Im Moment? Muss ich das auch noch leveln? Genie füllt Matschwasser in den Topf. Aha. Okay. Ich komme hier nicht wieder hoch. Ach, das ist doch zum Verrücktwerden hier. Hilfe. Hilfe. Ich hänge im Sumpf. Au. Mann. So, jetzt probieren wir das nochmal. Aber dann kann ich anscheinend kein Frischwasser sammeln, sondern im Moment nur Brackwasser. Schade. Muss ich den dann leveln? Aber ich glaube, es ist dem ja gerade erstmal egal, was für ein Wasser da drin ist. Hauptsache in diesen Becken ist jetzt Wasser drin. Ja, ja, ich bin dabei. Guck mal, ich habe das Wasser dabei. Hüpf, 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 hüpf. So.
Nicht? Ach nee, gedrückt halten, ne? Aha! Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es verstanden. Aha! Okay! Aufgabe erledigt, Kollege. Ich habe die Dinger mit Wasser gefüllt. Was sagst du? Ah, das verlorene Schäfchen kehrt zurück. Und wie ich sehe, wurden die Wasserbecken wieder mit Wasser gefüllt. Ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Lass mich dir ein Zeichen meines Dankes überreichen. Ich gehe davon aus, dass du dem Pastor nicht verraten wirst, dass ich solch profane Gegenstände bei mir hatte. Oh, Zuckerrohrsetzlinge. Aber mein vielleicht größtes Geschenk an dich ist der Topf. Möge er dir gute Dienste erweisen und mögest du bis ans Ende deiner Tage her über all deinen Flüssigkeiten sein. Okay, danke. Sehr schön. Oh, ich habe eine Idee. Ich kann was Neues. Ja. Ein Schütz. Ein Holztor für bemerkenswerte Bewässerungen kann geöffnet und geschlossen werden, um den Wasserfluss zu kontrollieren. Okay, danke. Guten Tag. Oui. Du bist ganz schön mutig, einfach hier oben hereinzuspazieren, Menschen. Dieses Haus gehört einem Hochrangigen der Kinder Hagons. Sag mal, Mensch, du hast nicht zufällig etwas Essbares dabei, oder? Ich mag einen großen Bauch haben, aber der ist leerer als je zuvor. Ich könnte jeden Moment in Ohnmacht fallen. Pass auf, wenn du mir 10 Kohlköpfe bringst, gebe ich dir dafür einen Zuckersetzling. Ich hörte sich das an. Okay, ich glaube, ich habe keine 10 Kohlköpfe, ne? Ich habe nur die 4. Das ist blöd. Okay, was willst du? An deiner Stelle würde ich nicht so sorgfältig umherwandern. Diese Insel gehört nicht mehr den Menschen. Sie ist jetzt Eigentum der Kinder Hagons. Und wir satten Ratten sind Hagons Lieblinge. Zumindest glaube ich das. Es gibt eigentlich keine Beweise dafür, dass es... aber es ist eine Tatsache. Quick. Okay. Und ich glaube, wir verdienen eine gewisse Anerkennung. 10 Gaben Weizen sollten als Tribut genügen. Ich habe ein paar Setzlinge, die ich dir im Austausch geben könnte. Okay, 10 Weizen habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe nur noch 5. Na gut. Da müssen wir das mal später noch holen. Oder wächst... Jetzt regnet das schon wieder. Hier wächst auf jeden Fall noch was. Aber... ich glaube nicht, dass wir damit auf die Menge kommen, die wir brauchen. Wächst noch Kohl. Da ist noch ein Fleckchen grün. So ein kleiner Unterstand. Ich meine, da drinnen war ja auch noch Kohl. Aber ich glaube, das war jetzt auch nur einer, ne? Aber die 6... das reicht natürlich nicht. Dann müssen wir erstmal zum Bauernhof zurückgehen. Wir dürfen die beiden Ratten hier aber dann nicht vergessen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt Schönes machen können. Kann ich den Brunnen mitnehmen? Oh. Warte. Kann ich. Hab euch den Brunnen geklaut. Tschüss. Gut, Karte A... gut, wir sehen, dass wir da noch 2 Quests haben. Tausche Kohlköpfe gegen Zuckerrohr. Tausche Weizen gegen Zuckerrohr. Das ist doch auch schon mal gut zu wissen, dass uns die Quests angezeigt werden. Oh, da habe ich irgendwas aufgedeckt, was mir gar nicht bewusst war. Wahrscheinlich auch wieder so ein Rätselding, ne? Müssen wir dann auch nochmal. Wir müssen die restliche Insel noch erkunden. Hier gibt es noch so viele Lücken, an denen wir noch nicht waren. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück ins Dorf und gucken mal, was unsere nächsten Aufgaben sein werden. Denke mal, dass wir jetzt die Setzlinge anpflanzen sollen. Ausgezeichnet! Jenny, du bist wieder da und du siehst glücklicher aus als je zuvor. Heißt das, dass du die Setzlinge gefunden hast, die wir brauchen?
Und wie ich sehe, hast du auch den Topf ohne Boden aus meiner Hütte besorgt. Sehr gut. Jetzt können wir damit anfangen, die Zuckerrohrsetzlinge wachsen zu lassen. Da fällt mir ein, Rosi, meintest du nicht, du wärst die beste Landwirtin auf Grünfeld? Ich finde es etwas seltsam, dass du nicht einmal weißt, wie man schlichtes Zuckerrohr anbaut. Oh, als ich sagte, ich wäre die beste Landwirtin, da meinte ich der beste Bauernlehrling. Also genau genommen der beste angehende Bauernlehrling. Also, so geht das nicht. Lass mich dich ausbilden. Ich kann dir alles über die Kunst der Landwirtschaft und auch über die Geschichte der Insel Grünfels beibringen. Wirklich? Wirklich, wirklich? Juhu, ich bin so froh, ich könnte platzen. Hast du das gehört, Ginny? Ich werde der Lehrling von Pastor L sein. Ich werde endlich eine richtige Landwirtin werden. Okay. Gib mir die Herzen. Dankeschön. Dann mal los, Ginny. Pflanzen wir die Zuckerrohrsetzlinge ein. Meister Pastor L? Also Lehrling, möchtest du lernen, wie man Zuckerrohr anbaut? Das Geheimnis ist, es auf einem Feld anzupflanzen, das vollständig unter Wasser steht. Stell einfach eine Vogelscheuche ins Wasser, wie du es auch bei jedem anderen Feld tun würdest, und pflanze die Setzlinge darum herum. Ich verstehe deshalb... Ich verstehe. Deshalb hast du Ginny losgeschickt, um den Topf ohne Boden zu holen, damit sie das Wasser auf unser neues Zuckerrohrfeld gießen kann. Ich werde Rosi hier alle Einzelheiten beibringen. Falls du mehr wissen willst, solltest du bei ihr nachfragen. Na los, Ginny, fangen wir an. Setze ein Feld unter Wasser, pflanze ein paar dieser Zuckerrohrsetzlinge darauf ein und warte darauf, dass sie wachsen. Ja, das kriegen wir doch hin. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo. Ich habe ja hier dieses wunderschöne Feld angelegt. Aber das machen wir jetzt nicht zu einem Zuckerrohrfeld. Wo ist denn unser Gebiet zu Ende? Ich glaube hier an der Kante, ne? Hier. Da ist... Okay. Hier ist Tabula Rasa. Okay. Das heißt hier auf dieser Linie. Ja, machen wir denn noch ein Feld hin? Brauchen wir ein großes Zuckerrohrfeld? Kann ich... Kann ich hier ein Stück Feld unter Wasser setzen? Wie weit geht eigentlich hier unser Bauernhof? Ist es noch Bauernhof? Das auch? Das auch? Das auch? Okay, das geht noch ganz schön weit. Okay, bis zu dem Stein. Das ist noch alles Hof. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Zuckerrohrfeld hin. Ich glaube, das ist die beste Idee. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir hier ein schönes kleines Zuckerrohrfeld hin machen. Wir haben hier ja ordentlich Platz. Dann buddeln wir ein Loch aus. Und gucken mal, dass wir da die Samen dann anpflanzen. Und dann müssen wir mal gucken, was unsere nächsten Aufgaben sind und was wir noch für Pflanzenarten hier einpflanzen müssen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!